Ein kleines Vorhaben zu dieser Folge. Ich habe jetzt einen Plan, wie ich aufnehme und wie ich hochlade. Also Minecraft Hardcore Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, Sankenland und Subsistence, je nachdem, wie ich es Lust habe zum Aufnehmen. Kommt auf jeden Fall alles beides weiter, Sankenland und Subsistence. Ja, das wollte ich euch bloß gesagt haben. Also schaut ruhig gern rein, wenn ihr das eine oder das andere folgt, euch gern anschaut. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und zu abonnieren und kommentieren. Macht's gut, viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, nochmal kurz gucken. Ja, same Sound wird aufgenommen. So, ich stelle mal über hier drüben. So, auch das jetzt. So, schön. Rein in unsere Welt. Letzte Folge hatten wir ja so, ich denke mal, fast alle Dorfbewohner bekommen, die wir brauchen. Hoffe ich zumindest. Wir brauchten ja Unbreaking, Sharpness brauchen wir sogar noch. Ein gutes Schwert. Allerdings hoffe ich mal, dass wir Sweeping Edge haben wir sogar auch schon. Vielleicht kriegt man dann hier bei denen noch ein schönes Buch. Vielleicht kriegt man auch hier noch eins. Mal gucken. Aber wir bräuchten dafür viel, viel mehr Zuckerrohr. Bei weitem mehr. So, mit dir. Ach, jetzt kann man endlich wieder Eisen traden. Sehr schön. Kann ich das auch jetzt mit den anderen? Dann, genau. Ah, jetzt hier geht auch wieder Eisen. Sehr schön. Warum habe ich so. Ah, das hat man ja gefunden. Stimmt. Ach, das war in der Kiste drin. Stimmt auch wieder. So, also. Wir können Eisen traden. Wunderbar. Das heißt, wir kriegen wieder Emeralds. Zuckerrohr läuft. Hier die Essensfarm. Könnte man vielleicht irgendwie versuchen zu automatisieren. Da haben wir sogar schon zwei von denen. Oh yeah. So, aber. Stimmt, wir wollten ja Redstone, da war ich dann ein bisschen meinen. Stimmt ja. Hab ich das Redstone hingepackt? Ja, ist wirklich nicht viel. Eigentlich müsste man jetzt wirklich mal hier die Kisten hier rüber bringen. Und ich müsste mit einem Haus anfangen. Ist immer so. Mit was fängt man jetzt an? Aber das Haus muss ich jetzt wirklich mal langsam in Angriff nehmen. Wie viel haben wir hier drin? Nicht viel. Will ich mit Bambus bauen oder mal eine Mischung machen, dass man einen Fußboden aus Bambus machen. Das ist sehr gefragt. Wir haben Spruce. Weil Spruce finde ich eigentlich schön, ein schönes Material zum Bauen. Soll ja jetzt erstmal bloß wieder mal so hier werden. Wir machen mal drei. Das geht schon mal nicht auf. Okay. So, wie machen wir jetzt hier dazwischen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Drei, vier. Dann machen wir so. Hier soll ja dann eh der Zweier-Eingang reinkommen. Nicht hier, keine Sorge, das wird ein tiefer Fall. Hier. Hier. Stimmt, das war ein Fehler. Ja, machen wir so. Das ist, glaube ich, angenehmer. Da schauen wir halt, was wir für die Wände nehmen. Dass wir hier unseren Eingang haben. Hier müssen wir eh dann noch die Erde verbreitern und noch mehr Erde hin klatschen. Ich weiß nicht, gehen wir hier auf zumindest, ja, doch die Hauslänge.
so lang können wir machen. Und hier können wir ja gucken, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Nahrungsfelder ranbringen. Bei der Lavaproduktion, das würde ich gerne als Hauptbrennstoff nehmen. Ich hatte erst gedacht, dass wir Bambus nehmen. Aber ich muss mal gucken, ob wir das automatisieren können, wie so ein, wie beim, wie beim Bienen. Jetzt hier einen Dispenser, glaube ich, und dann Observer. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. So, dass man hier dann reinkommt, dass man hier eine Treppe machen, die hochgeht. Das ist ja nicht hoch, das ist ja das Schöne. Es ist nicht hoch. Und dann hier halt eine Mauer lang ziehen noch. Aber die Mauer muss ja auch hier lang. Das heißt, die können wieder weg. Erstmal nur so, dass wir es verstehen können. Ich mache jetzt nur mal spaßeshalber das hier als Mauer hin. Dass wir hier eine Stufe hin machen, hier eine Stufe und dann schon sind wir oben. Gut, da haben wir das schon mal geplant. Hier geht's runter. Da setzen wir vielleicht als Pfeiler auch so einen hin. Vielleicht setzen wir auch gut, hier können wir eine Wand lang ziehen. Könnten wir hier vielleicht so ein paar Bilder hinhängen. Plant ja schon. Hat noch nicht mal genug Holz. Ja, ist immer so. Wände. Was nehmen wir als Wände? Am schwersten ist es natürlich jetzt, wenn wir sagen, gut, wir nehmen Clay. Also hier diese Bricks. Das wird ein großer Aufwand wieder mal. Aber das Haus will ich jetzt endlich mal fertig bekommen. Denn das schiebe ich schon seit wie vielen Folgen vor mir her? 75. Es ist schon eine gute Menge. Was haben wir hier? Silk Touch. Das wollte ich ja auf die Axt machen. Ja, die Efficiency 5. Oh, Silk Touch drauf. Schön. Wo haben wir unsere Samen hingetan, dass ich doch noch mal ein kleines Melonenfeld schon mal anlege? Weil irgendwie juckt es einen da doch im Fingerchen. Ich wollte nämlich hier die ganze Zeit immer schon so losraspeln jetzt. Wir machen 32. 32 ist eine gute Zahl. Das heißt halt 16 Blöcken Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Das heißt nämlich, ich kann nämlich mich jetzt hier lang buddeln. Hier machen wir jetzt einen Wasserfluss rein. Brauchen wir jetzt bloß einen Eimer holen noch. Dann brauchen wir jetzt nicht wieder rüber und überlaufen. So, jetzt kann ich wieder einen ganz entspannt machen. Wir wollen entspannt hier vorankommen. So, jetzt brauchen wir eine Hoe und nochmal ein paar Slabs. Dass wir hier das absafen können, dass hier nichts, also dass die eben Melonen nicht da lang wachsen. Da waren sie. Nehmen wir mal ein Grovenholz. So, das gute Mangrovenholz und ich hätte mir gleich eine Hoe mitnehmen können.
Guck mal, habe ich irgendwann, hatte ich mal Diamond Hose getradet? Kann ich sogar jetzt gerade gar nicht sagen. Ja, hatte ich. Schön. Ja, wir hätten es jetzt auch anders hier machen können. Wollte ich jetzt aber nicht. Und da müssen wir auf jeden Fall einen Erdblock mal reinsetzen. So, sonst falle ich immer wieder rein. Schön, da können die jetzt hier in Ruhe wachsen. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Holz. Oder gucken wir mal, ob wir Clay haben. Da freue ich mich Emeralds, weil ich würde sagen, gleich die Bricks kaufen wollen. Wir gucken mal, was der Stein jetzt anbietet. Aber was Gutes hat oder nicht. Steinmetz, wo bist du? Zeig dich, ich will dir nichts Böses. Farmer. Genau, das bist ein Waffenschmied. Kleriker. Hatte ich nicht einen Steinmetz? Oder hatte ich den dann weggenommen? Jetzt gucke ich mal, ob der hier drin ist. Ne, das waren ja nur die. Genau. Also brauchen wir einen Steinmetz. So, gehen wir schon wieder planlos hier in die Folge rein, wie eh und je. Nein, ich mache jetzt hier die Wände nicht aus Eisenblöcken. Das wäre wirklich sehr verschwenderisch. Steinmetz. Wo ist mein Steinschneider? Habe ich überhaupt mal hier einen rumstehen? Wenn, dann müsste unten stehen. So, nutzen wir schon mal den offiziellen Gang. Hier rein, da rein. Männern könnte nur hier in der Kiste sein. Ist er aber nicht. Schade. Schade, Hase. Da steht er doch. Blind wie eh und je. Doch, die Spitzhacke. Gut. Dass man hier dann langsam mal ein bisschen Ordnung reinbekommt, dass man hier mal die Kisten runterbringen können. Ein bisschen Platz haben für alles, was wir brauchen wollen. Dann später dann noch die Version wechseln. Alles so ein Heidenaufwand. Dem Raid-Farm müssen wir noch ein bisschen sicherer machen, dass wir nicht rein und raus müssen. Sieht sich da einer gefunden? Yo, du. Du da. So, die Dinge können wir Clay traden und Emerald und Bricks und dann brauchen wir jetzt Clay. Ich muss mir mein Inventar wieder mal ein bisschen aufräumen. Schön. So, rein mit uns. Und dann fahren wir einfach mal hier an. Strand gucken. Haben wir irgendwo hier Clay sehen? Hier ist erstmal überall noch Kies. Und ich hätte mir vielleicht ein paar Türen mitnehmen sollen. Ja, wir machen uns mal ein paar Türen. Hasen.
Ah ja, kommt. Machen wir noch ein bisschen. So, 12 Türen, die müssten eine Weile lang. So, ganz einfach. Schon am 28. Ab zur nächsten Quelle. So, haben wir unsere Tür auch gleich wieder bekommen. Schön. Ja, wir könnten das dann auch gleich. Könnten wir auch kochen, aber wir können es auch ganz einfach machen, indem wir das vertraden und uns dafür die Bricks einfach holen. Und wenn er dann sagt, nö, ich nehme jetzt nichts mehr, ja, dann ist es so. Ja, wir lassen die Tür mal noch dort stehen, weil Luft. Schön. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ach komm, wir haben noch ein bisschen Platz. Okay, so kann man auch gut abbauen. Und im Zweifelsfall könnte man immer noch eine Tür setzen. Das Gute ist, dadurch schwimmt nicht so viel hoch. Wollte jetzt schon wieder sagen, na komm. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steaks. Ne? Könnte man gerade so mit den ein bisschen hochtraden. Ich will es mir einfach mal anschauen, wie es dann ausschaut mit denen, wenn wir die Blöcke nehmen. Eine schöne Stelle fürs Portal. Das Portal müssen wir eigentlich auch noch schön einbauen. Aufpassen, jetzt nicht da runterkloppen, das wäre nicht so schön. So, Herr Steinmetz, wo sind Sie? Da sind Sie. Okay, 21 Mal konnte ich mit dir jetzt traden. Mal gucken, ob das auch in der Reihenfolge klappt. Nein. Schade. Da. Warum gibt es denn dafür nur 9? Also für 9. Jetzt aber. Okay. Könnten einen Cleanstone dann machen. Schauen wir einfach mal. Das kommt da rein. 40 Bricks. Da haben wir noch ein bisschen was zum Brennen. Ja, bauen. Brennen wir mal. Die lassen wir uns mal durchbrennen. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Blöcke setzen, dass ich mal wenigstens ein kleines Screenshotchen machen kann.
Vielleicht machen wir ja auch statt Fensterscheiben, machen wir hier dann im Eisenbahn rein. Hier müssen wir natürlich zumachen, weil hier haben wir ja eine Treppe. Oder wir machen hier auch Fenster rein, die wir hier zumachen können. Hier kommt die Tür hin. Kann sogar Eisenbahnen craften. Wir haben ja genügend Eisen. Schön. Dass wir wenigstens schon mal einen Screenshot haben. Dann nehmen wir auch mal hier das jetzt hier weg. Dass wir wenigstens mal ein bisschen was am Haus gebaut haben. So. Gut. Also sag ich schon mal an der Stelle, Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.